So, in dieser Ausgabe heute habe ich einige Ölaktien, die ich mir mal näher anschaue und stelle Ihnen die besten vor, die man möglicherweise im Depot haben soll, wenn der Rohölpreis wieder auf über 100 US-Dollar steigt. Davor gibt es natürlich wieder die übliche DAX-Analyse. Der deutsche Aktienindex hat ja jetzt den Kampf mit der 16.000er-Marke wieder aufgenommen. Gleich geht's weiter nach dem Intro. Bleiben Sie also dabei. So, letzte Woche hatte ich gesagt, der DAX könnte aufgrund eines ähnlichen Verhaltens wie hier auf ein neues Tief abrutschen. Damals war der DAX ja auch kurz bevor er ein neues Tief gemacht hat, nach oben gestiegen bis an die Trendlinie. So, wir waren damals hier. Jetzt sieht man, das ist nicht gekommen. Der DAX ist vielmehr weiter gestiegen wieder bis an diese graue Widerstandslinie. Und demzufolge muss ich jetzt sagen, der deutsche Aktienindex wird sich wohl in nächster Zeit hier in diesem gelben Bereich aufhalten. Könnte vielleicht nochmal bis zum Supercent-Indikator bei 16.041 Punkte hier oben vorstoßen. Aber die Luft wird langsam dünn, weil wir auch hier anhand meines Sentiment Horse und Sentiment Best Indikators schon langsam in den überkauften Bereich vorstoßen. Das ist hier diese rote Linie. Und wenn der DAX ja über diesen Bereich vorstoßt, also das heißt, wenn es zu einem Balken über diese roten Linie kommt und dann geht der DAX in den Keller und es kommt zu einer Unterschreitung wieder dieser Linie, dann bekommen wir ein neues Short-Signal. Das heißt, mehr oder weniger gibt es diese Woche nichts Neues zu berichten oder zumindest kann ich keine Prognose erstellen, außer dass der DAX sich mehr oder weniger seitwärts bewegt. Three-Line Break sagt das ja schon seit längerer Zeit. Da hatten wir ein Verkaufssignal bekommen, hatten ein neues Kaufsignal bekommen. Und ich habe damals schon gesagt, der DAX wird wohl die nächste Zeit sich in diesem Bereich seitwärts bewegen. Der müsste erst auf ein neues Hoch steigen über 16.469 Punkte. Dann gibt es einen neuen grünen Kasten. Damit rechne ich momentan nicht. So, und jetzt kommen wir zum Rohöl-Special. Da zeige ich jetzt mal meine Favoriten, falls der Rohölpreis wieder in Richtung 100 US-Dollar steigt. So, gucken wir uns erstmal Rohöl selbst an. Was wir hier sehen, ist ein Wochenchart mit der 200-Tage-Linie. Weil es ein Wochenchart ist, muss ich das im Programm umstellen auf 40 Einheiten. 40 mal 5 sind 200 Tage. Und sehr schön gefällt mir, dass Rohöl diese grüne Zone zweimal unterschritten hat und jetzt nicht nur diese zurückerobert hat, sondern auch wieder über die 200-Tage-Linie gestiegen ist, die jetzt langsam nach oben dreht. Das heißt, ich sehe hier eine Bodenbildung. Und mein erstes Ziel im Rohöl ist der Bereich hier, diese Abwärtstrendlinie bei 89 Dollar. Und wenn diese auch noch überschritten wird, dann geht es bis über 100 Dollar, nämlich bis in den Widerstandsbereich zwischen 105 und 113 US-Dollar. So, die Lagerbestände sind ja niedrig. Das heißt, es könnte irgendwas passieren, dass Rohöl bald mal kräftig durch die Decke geht. So, und wenn man natürlich sagt, Rohöl geht nach oben, dann sollte man sich dann auch die entsprechenden Rohölaktien anschauen und dann vielleicht die stärksten Rohölaktien erwerben, die auch noch charttechnisch gut aussehen. Und da habe ich ja in der letzten Wochenausgabe im Wasserstoff-Special diese alternative Aktie vorgestellt als Kaufkandidat. Hier Total Energies. Ich hatte damals gesagt, wir haben da hier drei bullische Signale. Verteidigung der grünen Unterstützungslinie, Trendbruch, Zurückeroberung der steigenden 200-Tage-Linie. Und in den letzten Wochen kam dann das vierte Einstiegssignal, das vierte bullische Signal, in dem Total Energies diese graue Widerstandslinie überschritten hat. So, Total Energies steht mit 58, 57, mit 57, 97 nicht mehr weit von
von dem hier unlängst ausgebildeten Allzeithoch entfernt. Ich denke, hier wird es weiter nach oben gehen. Mein Ziel ist der Bereich um 70 bis 75 Euro bei dieser Aktie. Und jetzt zeige ich mal, wieso ich sage, es geht dorthin. So, nehmen wir mal hier jetzt den Abstand vom Tief zu dieser Linie, spiegeln das an das Ausbruchniveau und dann haben wir schon ein Kursziel. Und dann, na, 70 ist ein bisschen hochgegriffen, 65 Euro ist das Ziel bei Total Energies. Ist nicht mehr viel, aber die Aktie bietet auch noch eine gute Dividende. So, das ist einer der Kandidaten, wo ich sage, es geht weiter nach oben, die man sich ins Depot legen kann. Ein anderer Kandidat bietet auch noch eine Dividendenrendite von über 10%, manchmal sogar 20%. Jetzt kommt's. Es ist die Petrobras-Aktie, auch Petróleo Brasileiro genannt, wird in der USA gehandelt, kann man auch hier in Deutschland handeln mit dem Kürzel PBR oder der WKN 541501. Also diese Aktie gefällt mir besonders gut, denn die hat auch nach einer langen Seitwärtstendenz die 200-Tage-Linie zurückerobert, ist auf ein neues historisches Hoch gesprungen und versucht jetzt weiter zu steigen. Hier habe ich ein Ziel bei $20,92. Das sind knapp 30-40% ab jetzt. Und das Schöne ist, hier haben wir es, da gibt es sogar ständig Dividenden. Die US-Unternehmen schütten ja normalerweise vierteljährlich aus. Und da die halt, da die Petrobras zu 60% dem brasilianischen Staat gehört, schüttet die dann nämlich ziemlich viel Geld aus, wenn der Rohölpreis über $40 steigt. Und jetzt haben wir ja einen Rohölpreis über $80. Und da gibt es jetzt zum Beispiel, gab es Ende des Monats, gab es hier zwei Dividenden. Und im September gibt es die nächste Dividende von 38 Cent. Und jetzt hat das Unternehmen schon am 11. August wieder bekannt gegeben, dass die nächsten drei Ausschüttungen im November bis Dezember kommen. Und wenn man sich jetzt mal diese Aktie bei Yahoo aufruft mit dem Kürzel PBR, dann sieht man eine Dividendenrendite von 25%, möglicherweise Tendenz steigend, denn das Unternehmen hat in Brasilien die Großhandelspreise um über 20% nach oben erhöht, weil der internationale Standard ist 40% höher als das, was in Brasilien bezahlt wird an den Tanksäulen. Und da hat man gesagt, wir wollen das jetzt mal etwas anpassen, was natürlich dazu führt, dass die Einnahmen deutlich höher sind. Und deshalb bin ich zuversichtlich, dass die Aktie hier sich in nächster Zeit auf den Trend nach oben fortsetzt und in Richtung $20,92 begibt. Versüßt wird das Ganze durch eine sehr schöne, hohe Dividendenrendite. Das ist jetzt der erste Wert. Der zweite Wert, der interessant ist, kommt direkt aus Amerika. Es ist Marathon Petroleum. So, hier sieht man es auch. Die Aktie ist noch nicht ganz ausgebrochen, kämpft noch mit dem letzten Widerstand. Aber wenn die Aktie auf ein neues Hoch ausbricht, dann sehe ich hier ein Kursziel von $191,77 auf uns zukommen. Das passiert natürlich, wenn Rohöl 4, 5, 6, 7 Dollar weiter nach oben geht, dann wird auch diese Aktie deutlich steigen. Das wäre der zweite Wert, der durch relative Stärke glänzt und ein Kaufwert ist. Und der dritte Wert ist eigentlich ein Dienstleister. So, Baker Hughes Company. So, sieht man hier, sehr schöne Bodenbildung. Könnte man mal jetzt einzeichnen, mache ich jetzt mal mit Bogen. So, also, das sollte jetzt nicht so sein. Hier haben wir es. Sehr schöne Bodenbildung. Man könnte sagen, wir hätten hier so eine umgekehrte Schulterkopf-Schulterformation. Das wäre vielleicht eine Nackenlinie. Und wenn man sagt, die Aktie steigt über diesen Widerstand bei, wo haben wir es hier? Widerstand bei $37,60, also noch $1,50 muss die Aktie steigen, dann bricht sie aus, dann ergibt sich ein Ziel bei $67,35. Das heißt, wären die anderen zwei Kandidaten zwischen 20% und 30% Ziel nach oben haben, Gewinnziel, hat diese Aktie sozusagen fast 90%, ist ein Dienstleister, der Ölausrüstung anbietet und auch bohrt und sowas. Also die Aktie könnte man sich auch ins Depot legen.
Und wieso habe ich diese zwei jetzt hier präsentiert? Ganz einfach, weil die von der relativen Stärke die ersten zwei Plätze belegen. Ich habe jetzt hier mal, jetzt nehmen wir mal die Shell-Aktie. Die rufe ich jetzt einfach mal auf. Hier haben wir sie, die Shell-Aktie, die ist eher langweilig. Da sehe ich keinen Ausbruch nach oben. Der wird wahrscheinlich langsam vonstatten gehen. Die liegt deutlich weiter hinten von der relativen Stärke. Das Gleiche kann man natürlich auch sagen bei der ExxonMobil-Aktie. Gucken wir mal hier. Wie sieht die aus? Die kämpft noch mit der 200-Tage-Linie. Und auch mit zum Beispiel, was haben wir, ConocoPhillips, wie sieht es da aus? Die hat auch noch ziemlich weit bis zum Allzeithoch. Und Valero Energy ist zwar jetzt hier über die 200-Tage-Linie gestiegen, aber die müsste noch 20% steigen bis zu diesem Hoch. Also diese Dinge gefallen mir also nicht so ganz. Und aus dem Grund habe ich halt mir gedacht, ich zeige mal die drei wichtigsten Aktien. Petrolio Brasilia ist mein erster Kandidat, dann haben wir Marathon Petroleum und dann haben wir BGH. Also diese drei überlegen, ob die interessant sind fürs Depot. Wenn Rohöl nämlich durch die Decke geht, dann werden die wirklich sehr schnell weiter steigen. So, das war es wieder mal aus Bobs Börsenecke mit dem Rohöl-Special. Ich könnte natürlich jetzt noch 50 andere Aktien präsentieren, aber ich will ja hier nur das Beste zeigen. Und das waren die drei hier präsentierten Aktien. Tschüss und bis zum nächsten Mal.